Ich finde, das Magische am Kochen ist, dass man aus wenigen Zutaten ein tolles Geschmackserlebnis zaubern kann. Hier zum Beispiel aus Zitrone, Knoblauch und Pasta, die super toll zusammenpassen und sich toll ergänzen. Deswegen zeige ich euch heute, wie man eine ganz einfache Zitronenpaste herstellen kann. Viel Freude beim Videoschauen! Ihr seht schon mal die ersten Zutaten, die wir benötigen. 500 Gramm Pasta eurer Wahl und eine Zitrone. Bio, damit wir die Schale verwenden können. Wir werden die Schale nämlich abreiben und den Saft brauchen wir auch von einer ganzen Zitrone. Diese ist nicht ganz so groß, ich würde sagen eine mittelgroße Zitrone. Und die Pasta kocht ihr bitte schon nach Packungsanleitung vor. Ist das erledigt, treffen wir uns mit einem Topf am Herd. Ich verwende gleich den Topf, in den ich gerade meine Pasta schon gekocht habe, da der ja nicht wirklich schmutzig geworden ist. Die Pasta habe ich kurz abgeschreckt mit kaltem Wasser und in den Topf gebe ich jetzt ungefähr 1 bis 2 Esslöffel Öl. Und natürlich nicht vergessen, die Herdplatte einschalten. Außerdem benötigen wir Knoblauch. Ich verwende 3 Zehen, die habe ich gepresst. Ihr könnt sie auch hacken. 3 Zehen, weil einfach das Knoblaucharoma nicht so dominant ist und die Zitrone gut durchkommt. Wenn ihr Knoblauch sehr, sehr gerne habt, könnt ihr natürlich auch 5 Zehen verwenden. Allerdings habt ihr dann später ein bisschen Probleme, dass die Zitrone nicht so stark schmeckt. Kurz anschwitzen und auch gebe ich jetzt schon ein paar Chiliflocken hinzu. Je nach gewünschter Schärfe könnt ihr entscheiden, wie viel ihr hinzugeben möchtet. Es folgt auch schon gleich unser Zitronensaft und unsere Zitronenschale. Und 250 Gramm Mandelsahne oder Hafersahne. Wundert euch bitte nicht, warum es so ein bisschen rötlich in meinem Topf aussieht. Das liegt einfach an den Chiliflocken, die ja natürlich im Öl auch ein bisschen angebraten sind und heiß geworden sind. Nach Geschmack folgt nun Salz und Pfeffer. Ihr seht, es kocht unglaublich schnell auf. Deswegen folgt jetzt noch für eine cremige Note, damit wir später eine schöne cremige Soße haben, etwas Mandelparmesan. Wenn ihr richtigen Parmesan isst, dann könnt ihr auch den verwenden. Der Mandelparmesan besteht eigentlich nur aus geriebenen Mandeln, Hefeflocken und ein bisschen Salz. Und manchmal sind auch noch ein bisschen Cashewkerne reingearbeitet. Davon ungefähr 2 Esslöffel. Kurz nochmal umrühren. Die Herdplatte ausschalten und eure fertig gekochte Pasta hinzugeben. Alles miteinander vermengen. Sind Soße und Pasta gut miteinander vermengt? Einmal kurz probieren und abschmecken, ob ihr vielleicht noch ein bisschen Salz, Pfeffer oder Zitronenschale ranmachen möchtet und dann servieren. Ich serviere gerne mit Petersilie und etwas Mandelparmesan und dann lasse ich es mir auch schon schmecken. Ich hoffe, euch gefällt das Rezept. Viel Freude beim Nachmachen, ein gutes Geschmackserlebnis und bis zum nächsten Video. Tschüss!